herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin, wie man sehen kann, nicht in meinem Fahrzeug unterwegs. Ich habe heute Außenspiegel. Hoffentlich komme ich damit noch klar. mein Fahrzeug ist die Spritleitung, Dieselleitung durchgescheuert. Da läuft Sprit raus. Ich fahre jetzt mit der Zugmaschine vom Kollegen. Ich hänge jetzt meinen Dreieckser dran. Dann fahre ich runter nach Mainz, wobei da muss ich erst noch mal anrufen. So viel wie ich weiß, ist der Bagger noch gar nicht fertig. Ich fahre nach Mainz runter. Wenn ich dann muss, diesen Bagger bringe ich nach Weilerbach ins Hospital. Und wenn ich da fertig bin, lade ich dort wieder direkt gleich vorne bei der in Weilerbach. Ach, was ist dann los? Heidmond. Und den Radlader bringe ich dann rüber nach Landstuhl. Dann muss ich endlich unseren LH fahren heute Morgen. Sollte eigentlich schon passiert sein, aber wie gesagt, Freitagnachmittag. Mein Fahrzeug keine Lust mehr gehabt. Jo. Das mache ich jetzt mal und dann schauen wir mal. Mit X. Hab heute Morgen gefragt, Bagger fertig? Jawohl, Bagger fertig. Bagger nicht fertig. Jetzt bin ich für den Arsch hier rausgefahren nach Mainz. Was soll's? Meine Zeit läuft. Ja, war. R922.
vorbei, haben es. Ich fahre hier gerade Darmstadt durch. Gleich an meiner Baustelle. Der zur Liebherr muss. Den lade ich jetzt aber nicht. Ich lade unsere Schaffußwalze. Die fahre ich morgen früh hoch nach Kietrich.
wünsche einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Dienstag, es ist schon gleich 7 Uhr. Ich sitze wieder in meinem Fahrzeug. Gott sei Dank. Nicht, weil das Fahrzeug, andere Fahrzeug schlecht fährt oder so, sondern ich habe meinen ganzen Krempel endlich wieder. War heute den ganzen Tag ohne Jacke unterwegs. Natürlich auch ohne Kamera. Habe ich heute Morgen vergessen. Ich werde alt. Ich habe heute Morgen um 4 Uhr, kurz vor 4, bin ich losgefahren. Wie gesagt, jetzt ist es gleich 19 Uhr. Ich bin immer noch hier. Ich war die ganze Zeit alleine. Bin alleine Transporte gefahren. Mein Kollege mit dem Hängerzug ist auch kleinere Transporte mitgefahren. Und morgen fährt der Kollege mit dem zweiten Tieflader mit. Heute Morgen war ich zuerst in Giedrich, habe da eine Schaffußwalze hingebracht. Dann bin ich rüber nach Lambertheim, habe eine Glattbandage, eine normale Walze, eine normale Erdbauwalze geladen. Die habe ich dann rübergebracht nach Darmstadt. Dort habe ich dann circa eine Stunde, anderthalb Stunden gewartet, bis der Bagger fertig war. Der R922, den habe ich dann geladen für Mannheim ans Schwimmbad, da wo unser Cut 336 steht. Und dort habe ich dann einen 14-Tonner Dosan Gummikettenbagger geladen für hierher. Dann habe ich umgesattelt. Morgen früh fahre ich wieder früher los. Ich muss erst Einsiedlerhof. Nicht Einsiedlerhof. Weilerbach ans US-Hospital. Da muss ich morgen früh als erstes hin. Ein Bagger von der einen Seite wieder rüber auf die andere Seite. Quasi dahin, wo er war. Dann habe ich morgen Speziale. Eine Planierraupe, eine Cut, eine D6, um die 27 Tonnen, allerdings 3,30 Meter breit. Jetzt weiß ich nicht, ist schildbreit oder das Fahrwerk so breit, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Die ist auf alle Fälle defekt. Und wird mit einer anderen Planierraube auf den Tieflader geschoben. Kannst du mir nicht vorstellen. Ich werd's filmen. Da ich ja wenig Filmmaterial habe von dem Dienstag heute, werde ich morgen auch noch den ganzen Tag filmen. Also, ihr werdet das dann direkt im Anschluss. Halt, nee, erst fahre ich ja noch unser 934 morgen früh. Aber danach fahre ich dann rüber nach Wöllstein in ein Ziegelsteinwerk, in eine Ziegelhütte. Erkennen.
schnell wieder zusammen. Und dann fahren wir denn darüber. So, hab geladen. Aber keine Ketten dran, nix. Ich bin hier nicht auf der öffentlichen Straße. Ich drehe hier und fahre den Bagger darüber und alles ist gut. Die beiden Löffel. Weiß ich nicht, ob er die braucht. Aber die hätten auch einen kleinen Radlader da, mit dem können sich auch die Löffel laden. Nimmer. Ich bin schon wieder zu leise, glaube ich. Gell? Eine Tour gefahren. Das 15 Mal am Tag. Geil, oder? Stehe bleibe oder muss ich schon vorher auf der Schotter? Ja, da hast du mir nichts gesagt. Ich nehme Wartung beim Fahrzeug stehen bleiben. Ja, okay. Machen wir einfach so ein Fahrhausstück vorher, dass da Auto durchkommt und dann bleibt man da stehen.
Diese Raupe ging dann rüber nach Frankenthal zur Cut in die Werkstatt. Davon habe ich jetzt keine Aufnahmen gemacht. Ich bin dann im Anschluss, bin ich dann weiter rüber nach Göllheim in den Steinbruch. Hab dort dann eine Mulde für die Liebherr geladen. Das war eine schöne Sauerei, sage ich euch. So, ich bin hier mittlerweile in Göllheim. Versuche gerade einen halben Meter auszuziehen, dass ich die Mulde hier laden kann. Aber hier ist so ein Bab. Ich habe das Ding drauf. Haben wir schon sowas gedacht. So ein Bab hier. Mehrere Male vom Tieflader gerutscht. Deshalb bin ich auch vorwärts drauf gefahren. Weil normal fahre ich ja rückwärts drauf und fahre dann die letzten beiden Achsen über meine Achsen vom Tieflader. Ja, hab mir schon sowas gedacht, dass bei dem Papier, dass das wahrscheinlich eh nicht geht. Jetzt
habe ich nur das Bett ausgezogen und habe solche Schwierigkeiten gehabt, den halbwegs gerade da drauf zu bringen. Ne? Weißt du, wenn man so eine Weltfirma ist, ja, wie diese Firma, die hier, ich komme noch nicht einmal leer, ich brauche alles. Wenn man so eine Weltfirma ist und es noch nicht einmal fertig bringt, in seinem Bruch eine saubere Ladestelle fertigzustellen, hinzu, was weiß ich was, wird wieder mal am falschen Ende gespart. So, 17.10 Uhr. And you fill this bottom rung right here with about 2 bags of whore feed. So, 17.10 haben wir es. Ich habe fahre Ende Deutschland gespeichert. Jawohl, ja. Ich habe gerade Vierachser noch drauf. Vierachser noch drauf gehängt, aufgesattelt. Kannst nicht glauben, 17.10 Uhr. Ich glaube, das erste Mal seit 2 Wochen, dass ich vor 6:30 Feierabend mache. Egal. Wie gesagt, ich habe den Vierachser drauf. Aufgesattelt. Morgen früh fahre ich Kaiserslautern Vogelweh, holt dort einen älteren Bagger, noch ein älteres Modell, ein R944. Der bleibt in Kaiserslautern, der geht nur von der einen Kaserne über die Autobahn in die andere Kaserne. Entschuldigung. Dann fahre ich ins US-Hospital Weilerbach. Da steht noch ein kleiner Radlader, ein 509 oder so. Ja, mit dem Vierachser, ich weiß, aber mir egal, ich fahre den. Dann ist der auch weg. Und dann fahre ich rüber nach Wilgartswiesen. Den 934 für die Liebherr holen. Geht auch nach Landstuhl zurück. Da wird der halbe Tag schon vorbei sein. Gucken, was es da noch gibt. Was da noch kommt. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Bleibt gesund und rein. Habt Spaß. Ciao.